So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Binding of Isaac. Ich habe mir gedacht, nachdem jetzt alle großen Let's Player mal damit durch sind, mehr oder weniger der Hype mal wieder am Abflauen ist, fange ich jetzt einfach an. Ich habe meinen alten Spielstand, bei dem ich ein bisschen was gespielt hatte, einfach mal gelöscht, sodass wir jetzt einfach wieder neu anfangen können. Ja, momentan nur Isaac überhaupt zum Spielen frei. Und ich würde sagen, dann lege ich mal los. So. Das Spielprinzip sollte ja geläufig sein. Da werde ich auch nicht näher drauf eingehen. Die Items werde ich kurz erklären. Aber ansonsten wird auch da nicht so viel von mir kommen. Mal die erste Bombe. Leerer Raum, nehme ich immer gern. Und natürlich die Fliegen, die nehme ich auch gern. Einfach weil sie schön simpel sind. Noch eine Bombe und ein Penny und der erste Goldraum gibt uns den 3-Dollar-Schein. Der gibt uns soweit ich weiß, in jedem Raum eine andere Art von Tränen. Genau, hier zum Beispiel die Verfolgungstränen. Wenn ich jetzt wieder wechsle, habe ich, glaube ich, etwas schnellere Tränen. Kann sein. Und ich gehe gleich mal zum Boss. Natürlich als erstes treffen wir den Duke of Flies. Das ist doch sehr schön. Auch wenn ich hier lieber andere Tränen gehabt hätte für den Boss. Ah, ich habe die Monstro-Tiers. Man hat es gerade kurz gesehen. Jetzt wieder. Ich schieße manchmal so Zähne. Ist ja an sich, ich glaube, die Zahnschüsse machen etwas mehr Schaden. Ja. Machen einfach nur mehr Schaden. Ansonsten ist der Duke of Flies ja ein sehr einfacher Gegner, also der sollte jetzt nicht das Problem sein. Und seine Fliegen natürlich auch nicht. Ein HP abnehme ich auch gern. Und auf der Ebene gibt es ansonsten auch nur noch den Dämonenraum? Keine Ahnung. Ich nenne ihn einfach mal Dämonenraum. Und den Shop, in den ich nicht reinkomme. Ich könnte den Geheimraum suchen. Der ist wahrscheinlich hier. Mal gucken. Bingo. Den One-Up. Pilz, den nehme ich auch sehr gerne. Jetzt habe ich also quasi ein zusätzliches Leben, wenn ich jetzt einmal sterbe. Wenn ich einfach einen Raum vorher wieder mit vollen Herzen respawnt. Die Herzen brauche ich nicht. Dann auf in die nächste Ebene. Wir sind in der Kiste und wir ersticken. Lustig. Nicht. Spinnen, und ich habe den Triple Shot. Zwar extrem langsam, aber auch extrem nice. Vor allem gegen die Spinnen, weil die wirklich nervig sind. Eine Pille, die lasse ich da mal liegen. Hole ich mir vielleicht später. Ach, jetzt habe ich die Pisse-Shots. Mit einer extrem kurzen Range. Der, ich glaube, höchsten Fire Rate. Man sieht es auch, die kommen nicht aus meinen Augen, sondern die kommen wirklich aus meinem Schritt. Also die anderen Tiers kommen etwas höher. Also, ja. Man kann drüber denken, was man will. Das Herz, da kann auch vorerst drin bleiben. Der Fleischklops darf da bleiben. Und ich habe die Stunt-Tiers. Die sind sehr schön. Oh. Verpisst euch. Kommt mir nicht zu nah. Eine Pille, die ich einfach mal mitnehmen werde.
da ich keine Ahnung habe, was sie macht. Ist auch ein sehr leichter Boss, weil man einfach nur am unteren Rand bleiben muss eigentlich und sich ein bisschen bewegen muss, weil er eben direkt dahin springt, wo man gerade ist. Und zuerst das HP ab und dann in den Teufelsraum. Keine Ahnung, was das gerade für Tiers sind. Könnten auch wieder die mit Stun-Effekt sein. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was der Katzenkopf ist, aber ich will ihn eigentlich auch gar nicht haben. Das hier würde mir Spectral Tears geben, also Tears, die über Steine oder Feuer oder ähnliches drüber fliegen, aber bräuchte ich drei so silberne Herzen. Ich habe aber nur eines. Also hier auch nichts. Aber jetzt kann ich die Ebene noch ein bisschen weiter erforschen. Hier mal kurz nach dem Geheimraum suchen. Der hier ist. Sehr schön. Geld! Geld für mich! Ich nehme jetzt mal die Pille, die ich hier bekommen habe. War natürlich was Schlechtes. Dann hole ich mir mal die hier. Und nehme sie auch gleich. Und nochmal was Schlechtes. Naja. Wie auch immer. Jetzt habe ich zumindest schon mal zwei schlechte Pillen mal gehabt. So dass mir das nächste Mal, wenn sie kommen, einfach angezeigt wird, was es ist. Worüber ich sehr glücklich bin. Da will ich rein. Weil da ein Schlüssel drin ist. Ich habe zwar schon einen, aber Schlüssel kann man nie genug haben. Ich hoffe, dass das Spiel gerade mal nicht zu laut ist. Falls doch, werde ich das ab nächster Folge mal korrigieren. Oder ab der nächsten Runde. Für die Runde nehme ich es jetzt einfach mal so hin. In der Hoffnung, dass es nicht zu laut ist. Ich weiß gar nicht, auf wie viel steht denn das gerade. Achso, kann ich hier gar nicht nachgucken. Schade. Naja. Dann nehmen wir das Herz und freuen uns, dass wir schon 6 Herzen haben. Und ein Silberherz. Wow, geht richtig schnell. Verschwenden wir mal die letzte Bombe für die Kiste hier. In der eine... Wow, eine Trollbombe drin ist und noch eine normale Bombe. Also hat uns eigentlich rein gar nichts gebracht. Die Pissschüsse bei dem sind natürlich wirklich optimalst. Also... Beschissener geht's gar nicht mehr. Man kann ihm seine Bomben natürlich auch zurückschießen, aber... Ja, jetzt habe ich mal getroffen. Komm, gib mir eine Bombe. Stirr! Und gib mir 3 Bomben und einen Schlüssel. Cool. Falls die Folge jetzt zu laut ist. Falls das Spiel hier jetzt zu laut ist. Ja. Ich hoffe, ich denke dann dran, das nächste Folge runterzustellen. Und dann ab in die nächste Ebene. Das ist so eine meiner Hassgegnerformen, wobei es gibt wesentlich schlimmere. Insofern nehme ich es einfach mal froh hin, dass ich nur die bekomme, nur in Anführungszeichen. Bomben habe ich ja wieder genug, also ran an die Kiste mit... Oh, ich habe offenbar den Magneto-Effekt für diesen Raum gehabt, schön. Die sind fast noch nerviger als die aus dem vorigen Raum. Weil die einem wirklich sehr krass folgen. Schon wieder den Magneto-Effekt. Und Holy Water ist letztendlich ein
ist letztendlich einfach nur so, wenn wir getroffen werden, dann bricht es auf, bildet so eine Pfütze und Gegner, die reinlaufen, kriegen Schaden. Zwar nicht viel, aber naja, so ein bisschen. Dir will ich einfach mal Geld geben. In der Hoffnung, dass du mir möglichst schnell irgendwas Gutes gibst. Vielleicht ein One-Up oder so. Also ein HP-Up. Bitte. Bitte. Danke. Das wahrscheinlich sinnloseste Item im ganzen Spiel. Vielen Dank, Arschloch. Ich kann gleich mal zeigen, was man damit machen kann. Sofern hier drin jetzt nichts. Ah, hier hat man jetzt toll den. Alter. Drei Hits in. Vier Hits in. Fünf Hits in einem Raum? Langsam wird's peinlich. Gut, da ist nichts drin. Ich kann damit letztendlich nur hier Stein kaputt machen. Einmal. Und dann braucht sie, glaube ich, drei oder vier Räume, um sich wieder aufzuladen. Das hier nehme ich einfach mal. Wenn ich Schaden bekomme, lädt sich dafür mein Space-Item, in dem Fall jetzt die Pickaxe, wieder auf. Lohnt sich natürlich sehr, aber naja. Ich hoffe einfach mal drauf, dass ich später noch was anderes bekomme. Herzen waren hier jetzt auf der Ebene natürlich keine mehr. Oh, Cursor im Bild. Scheiße. Ihr seid süß und nicht nervtötend. Oh, okay, sie braucht nur einen Raum, zwei Räume, keine Ahnung. Hab nicht drauf geachtet. Oh, klasse, Fliegen mit den Pisstränen. Fliegen bekommen natürlich durch die Pfütze keinen Schaden. Natürlich, sie fliegen ja auch. Aber den Geheimraum konnte ich mir aufspringen. Warum ich gerade keinen Schaden bekommen habe, weiß ich auch nicht. Aber ich nehme es mal hin. Sechs Münzen im Geheimraum. Ein Schlüssel, den ich gern hätte. Alter, ich will Herzen. Und zwar ein paar, bitte. Okay, wenigstens mal gescheite Tränen für das hier. Sehr schön. Eine Goldtruhe, die nehme ich doch gern hin. Dräng mich halt in die Ecke. Man kann dem, wenn man, genau, man kann die Bomben in den Weg legen, die frisst er dann, wenn man Glück hat. Das werde ich auch einfach nochmal versuchen. Einfach weil ich den Gegner hasse. Stirb endlich, perfekt. Danke, 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 Herzen. Ein Range-Upgrade, sehr schön. Und in der Kiste ist noch ein Range-Upgrade und ich habe immer noch genauso wenig Herzen wie vor dem Boss, sehr schön. Nein. Nächste Ebene. Was? Kleiner Stein, sehr schön. Oh. Was zum Teufel sind das für Tiers? Ach, okay, das ist Boomerang-Effekt, glaube ich. Die Tränen kommen irgendwann zurück. Das Item ist sehr scheiße in manchen Situationen.
Karte behalte ich einfach mal. Wenn das das ist, was ich glaube, will ich die, glaube ich, bei irgendeinem beschissenen Gegner einsetzen.